Ich sehe mir alte Fotos an. Udo Lindenberg nennt ihn die Kehle aus Gold und Simply Red waren mit ihm schon auf Tour. Der 28-jährige Johannes Oerding erobert Stück für Stück die gesamte Republik. 2009 gehörte er noch zu den meistgebuchten Support Acts. In diesem Jahr spielt er seine eigene Tour und die reicht von Hamburg bis nach Bayern, auf der er natürlich auch seine aktuelle Single Engel spielt. Gibt es sie eigentlich wirklich, die Engel? Für mich ist Engel eigentlich ein Bild, in dem Fall, was für Personen steht. Und da kann ich ganz klar sagen, es gibt auf jeden Fall jemanden, der ein Engel für mich ist. Es gibt, und es sind mir schon öfter in meinem Leben auch Engel über den Weg gelaufen. Es können also Freunde, Familienmitglieder, Partner, was auch immer sein. Für mich sind das Menschen, die gar nicht immer groß sagen müssen, dass sie da sind und hier, komm, das habe ich gemacht für dich, ich habe dir dabei geholfen und das ist meine Schuld und so weiter und so fort, sondern die sind einfach da und sorgen für dich so ein bisschen, passen auf, dass nichts schief läuft und helfen dir damit, ohne ein großes Dankeschön dafür haben zu wollen. Seine Songs wirken anspruchsvoll, die Texte gut durchdacht. Oerding arbeitet nicht am Fließband wie manch anderer in seiner Branche. So enthält auch Engel viel Persönliches. Ich habe mich gefragt, was, als es mir mal so ein bisschen schlecht ging, als ich so wieder dachte, ach, irgendwie läuft das nicht so richtig, dann habe ich dann genau darüber nachgedacht, eigentlich läuft ja doch alles ganz gut. Ich kann den Beruf machen, den ich immer machen wollte. Ich kann von morgens bis abends Musik machen, was ein tolles Privileg ist. Und eigentlich muss man dafür sehr, sehr dankbar sein, dass man seine Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Und dann habe ich nochmal so weiter überlegt und irgendwie ist auch noch nie was richtig Schlimmes passiert. Also man ist immer irgendwie wieder auf die Beine gekommen, wenn man mal durch so ein tiefes Tal gelaufen ist und dabei haben einem auch viele Leute dann immer auch geholfen und eben diese besagten Engel. In der Musik ist die Liebesbeziehung zwischen Menschen gern gewähltes Thema. Auf den ersten Blick hört man auf Johannes' Album Erste Wahl gar nicht so viele Songs, die der Liebe gewidmet sind. Im Grunde genommen ist ja alles, was wir machen, hat ja mit Liebe zu tun. Ne? Also du hier mir die Fragen stellst, das ist ja auch deine Leidenschaft, deine Liebe, dein Beruf. Und deshalb ist natürlich auch sehr, sehr viel Liebe eben auf diesem Album drauf. Ich glaube, also, es sind aber gar nicht so viele Beziehungsthemen, sondern auch sehr, sehr viele Themen, die zwar mit Liebe zu tun haben, aber die einen persönlich betreffen und mit seiner Liebe zu seinem Leben, zu seinen Entscheidungen, zu seiner Musik, in meinem Fall, wenn ich über Autobiografisches schreibe. Und die Platte besteht zu 100% aus Liebe. 100% Liebe, 100% Authentizität und zu 100% Starallüren frei. Johannes Oerding ist bescheiden, auch was die Pläne für dieses Jahr angeht. Also dieses Jahr ist relativ voll mit Live-Spielen wie immer, weil das ja immer das ist, was ich am liebsten mache. Und da kommen jetzt erstmal die ganzen Sommerfestivals, die wir spielen werden. Dann geht es im Herbst mit der kleinen Tour weiter. Und währenddessen gehen wir ins Studio und werden die zweite Platte aufnehmen, auf die sich die Leute dann hoffentlich Anfang nächsten Jahres freuen dürfen. Wunderbar. Und ansonsten soll es immer so ein bisschen gesund weiter wachsen, wie es eigentlich auch die letzten Jahre passiert ist. Also ich brauche jetzt keinen großen Schlag irgendwie. Also mir gefällt das ganz gut, dass es so Schritt für Schritt funktioniert. Mit seiner Schritt-für-Schritt-Strategie ist Johannes Oerding bisher ganz gut gefahren. Wir wünschen auch weiterhin viel beständigen Erfolg. Hi, ich bin Johannes Oerding und ihr guckt Bubblegum TV.